Also ich glaube, das gehört da unten hin. Ja. Ja. Drei Teile noch. Ja, hilft da nicht mehr. Ja. Geht ja flick, flink, flix. Ah, deswegen. Flixbum. Deswegen heißen die Dinger Flixbus. Das ist eine Kombination aus Fix und Flink. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Was denn? Jetzt ernsthaft, oder? Das wusstest du doch. Natürlich wusste ich das. Das ist ja auch auffällig. Mir war das nicht klar. Okay, irgendwas war da. So, mit einem Vogel. Ja, das ist der Brille. Ah, ich wollte ihn gar nicht. Ach ja. Oh. Oh. Oh, was? Oh. Versuch mal zu gehen. Wie? Wohin? Gehen. Gehen? Schuh. Schuh. Ja? Gehen. Wohin? Irgendwohin. Irgendwohin? Oh. Catriel, haben Sie mal einen Moment? Ich hab dich eben angesprochen. Ja, was ist denn, Pip? Es ist keine Entschädigung für den Ärger, den ich Ihnen gemacht habe, aber ich habe noch eine Kleinigkeit für Sie. Popcorn! Das sind Modemünzen. Ah! Eine einzigartige Londoner Währung, mit der man sich Kleidung kaufen kann. Yeah. Wie zum Beispiel bestimmte Kleidung. Du hast eine rot angemalte Hinweismünze gefunden. Modemünze. Und nicht gefunden, sondern bekommen. Modemünze sind eine seltene Währung, die man gelegentlich in der Stadt findet. Oh, okay. Du kannst sie gegen Kleidungsstücke austauschen. Eintauschen. Ein Kleiderwechsel kann ab und zu Spaß machen, finden Sie nicht? Ja! Besonders wenn es so ein schreckliches Outfit ist. Ja. Ich persönlich versuche immer, mir den neuesten Trends auf Strafboden Schutz zu halten. Und wetten, sie sieht in dem gesamten Spiel nur so aus? Ja. Ja, das tue ich auch. Das tut schließlich jede englische Dame, Lady. Vielen Dank, Pip. Ich würde sagen, Miss, das ist doch recht aufregend, oder? Du kannst dir ab jetzt allerlei verschiedene Outfits zulegen für diese eine Münze, die du bekommen hast. Ja, aber mich würde jetzt interessieren, ich gehe mal kurz in den Koffer, ob man das hier machen kann. Ja, man kann das in dem Fenster machen. Rechts unten. Ah, rechts unten. Okay. Über Einlösen kannst du neue Outfits kaufen. Wähle zunächst ein Outfit aus, das dir gefällt. Danach kannst du über Einlösen kaufen. Wenn du Modemünzen gegen Outfits eintauschst, erhältst du. Es ist so schnell. Modemünzen findest du während deiner Ermittlungen, halte also immer die Augen offen. Okay. Münzen eintauschen. So, was gibt's? Manche kosten auch nur eine. Ja. Datingkleid? Wie? Datingkleid? Nee, damit würde ich nicht daten gehen. Das ist. Nee. Also ich finde, das sieht aus so wie ein schottischer Kilt. Ich finde es niedlich. Ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf Kleider mit solchen Muster. Ich finde es niedlich. Reitkleidung? Nee, wäre nicht meins. Kleid mit Cape. Ich finde es noch ganz süß. Einfarbiges Mini-Kleid. Retro-Outfit. Ja, das ist ja voll cool. Ich mag das nicht. Himmelblauer Wahnsinn. Nein, bitte nicht. Faltenknüller. Das sieht aus wie eine Schulmädchenuniform. Ja. Denim-Alltag. Ja, sieht okay aus. Imperiale Eleganz. Picknick-Wickeltuch. Das sieht ganz süß aus. Ich glaube, ich wäre eher für Retro-Outfit. Ja, das Retro-Outfit sieht toll aus. Ich nehme das. Passt auch zu meiner Brille. Aber dann nehme ich was anderes. Okay. Ich nehme das Picknick-Wickeltuch. Aber wo ist jetzt unsere Gratis- oder unser Extra? Kriegt man vielleicht noch davon. Ja, hoffentlich. Derzeitige Modemünzen, eine. Oder man muss mehr sammeln, um andere Sachen zu sehen. Oder je nach Fall kriegst du immer mehr was dazu. Ja. Ja, sie soll es anziehen. Ich frage mich, wie ich darin aussehe. Gut. Sehr gut. Wobei ich das Blaue auch schön finde. Naja. Sieht aber halt ein bisschen älter aus. Wo kommt das in Lack und Leder? Das will ich haben. Okay, jetzt zurück? Ja. Oder wollen wir Modemünzen versuchen zu finden? Ich weiß gar nicht, ob jetzt neue... Ach, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht im nächsten Raum. Oh, das sieht so süß aus. Oh. Ich finde meins auch süß. Ich finde meins schön. Ich finde meins richtig süß.
Mein Status! Jetzt sind alle Gäste nach Hause gegangen. Die Lobby und der Eingang sind verlassen. Wie steht es mit dem Mann dort am Eingang? Könnte das Filmcutter sein? Wir werden es nur erfahren, wenn wir ihn fragen. Der erinnert mich gerade an oben. Ach nö, oben sah freundlicher aus. Nö, ich bin der... Nein. Der lächelt. Nein, der ist ja mal ein grimmiger. Aber der lächelt. Nein. Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Cutter, der Filmeditor? Ja, das bin ich. Und Sie sind? Ich bin Katja Layton von der Detektei Layton. Sie haben wahrscheinlich schon von mir gehört. Ich finde, der sieht eigentlich ziemlich nett aus. Also halt zerfallenes Gesicht, aber eigentlich voll nett. Doch. Wie so ein Opa, der... Ja. Achso. Nö. Oh. Ach, wie schade. Aber jetzt kennen Sie mich ja, oder? Also er ist es nicht? Doch. Ah, doch? Aber sie, oh. Er kannte Achso, sie er kannte nicht. Sie nicht. Ah, okay. Mr. Heller hat mich und meine Kollegen gebeten, im Fall der gestohlenen Kussszene zu ermitteln. Wäre lustig, wenn er jetzt nur so kurzen Antworten wie Nö und Jo hat. Und so. Wir hätten gerne eine Aussage von Ihnen, Mr. Cutter. Sie arbeiten schließlich schon seit vielen Jahren mit Reggie Director zusammen, oder? Jo. Jo, genau, mehr nicht. Es überrascht mich, dass Kinder in ihrem Alter überhaupt von mir gehört haben. In Ordnung, schauen wir mal, was sie sonst noch wissen. Ich würde wetten, sie haben noch nie einen dieser noch nie von diesem speziellen Rektor-Film gehört, oder? Rätsel! Noch ein Punkt für mich. Nein, Quatsch. Mal sehen. Sie kamen aus dem Weltall. Oh. Oh. Gut. Kannst du mal vorlesen? Ich kann nicht so gut auffassen, während ich lese. Okay, auf einem Bauernhof sind sämtliche Kühe verschwunden. Ein UFO hat sie eingesaugt und dafür Außerirdische ausgespuckt. Niemand weiß warum, aber nun musst du dafür sorgen, dass an jedem Platz, an dem jetzt eine Kuh ist, am Schluss ein Außerirdischer steht. Berühre eine Kuh, um sie ins UFO zu saugen und sie gegen einen Außerirdischen auszutauschen und umgekehrt. Die Kreatur, die aus dem UFO kommt, nimmt den freien Platz ein. Oh Gott, das kann auch passieren, dass eine Kuh rauskommt, oder was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ha. Okay. Hä? Hab ich's nicht geschafft? Die sind doch jetzt Außerirdische. Ja, aber es muss ja so sein, dass... Ach so! Ja. Müssen alle auf demselben Platz sein. Oh, scheiße. Fertig. Nicht, doch nicht. Mist. Okay, so. Hä, hey, nein. Wollte ich gar nicht. Ich hab's. Ich noch nicht. Ah, da wird einfach bloß dann... Ja, der... Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Du musst eine Kuh auf dem freien Platz irgendwie platzieren können. Ja, hab ich ja schon. Und, na warte mal, jetzt nimm den Außerirdischen da unten. Das ist eigentlich voll einfach, glaube ich. So, ja, und jetzt nimm einen anderen Außerirdischen. Und jetzt hast du eine Kuh da unten. Genau, jetzt tauschst du die beiden Kühe aus. Welche Kühe? Die beiden oben. Das ist eigentlich voll easy. Dann. Und wenn du jetzt die Kuh wegnimmst, dann kommt der Außerirdische da auf diesen freien Platz. Ich mag solche Rätsel nicht. Und das Rätsel ist bestimmt innerhalb von, weiß ich nicht, 8 Zügen lösbar. Ja, ich mag solche. Oder weniger. Ja, 18 zu 15. Ich mag solche Rätsel nicht. Du magst irgendwie keine der Rätsel, wenn es darum geht, schneller zu sein. Nee, ich mag allgemein irgendwie die Rätsel in dem Spiel nicht so. Oh. Okay, was haben wir hier? Galaktische Leistung. Offenbar wollten die Außerirdischen nur ihren Spaß haben. Als der Morgen anbricht, winkst du ihnen zum Abschied, als sie nach Hause davonfliegen. Die wollten ihren Spaß. Ja. So wie Emmy damals. Bling, bling. Bling. Oh.
Du hast dein neues Rezept erhalten. 3 Beeren-Triflé. Teflon? Wie fanden Sie ihn? Gar kein schlechter Action-Thriller, was? Oh, das kann man wohl sagen. UFOs und Aliens sorgen immer für eine herrliche Geschichte. Ich weiß, welcher Film das ist. Ja, es ist der kaum bekannte Sinus-Gleichungen der dritten Art. Na schön, jetzt bin ich beeindruckt. Rector war damals noch ein Newcomer. Daher bestand die Besetzung des Films aus lauter Unbekannten und er verschwand rasch wieder von der großen Leinwand. Und die Produktionsfirma ging auch bankrott, also wurde er nie wieder aufgeführt. Unter Rector-Fans ist es einer der meistdiskutiertesten Filme überhaupt. Statt der meistdiskutiertesten oder meistdiskutierten? Weiß es nicht mehr. Ich hoffe meistdiskutierten, weil meistdiskutiertesten geht nicht. Völlig richtig. Sie kennen sich ja wirklich aus, Jüngelchen. Okay, schießen Sie los. Was wollen Sie mich fragen? Vielen Dank, Mr. Cutter. Also als erstes möchte ich mich vergewissern, dass die vorhin am Abend bei der Vorführung dabei waren. Ja, nö. Ja, ich war dabei. Ich wollte mir ehrlich gesagt selbst ansehen, wie die Leute auf unseren neuesten Film reagieren. Doch dann passierte das. Es ist unglaublich. Wissen Sie, ich arbeite inzwischen schon sehr viele Jahre eng mit Reggie zusammen. Und ich habe noch nie etwas hiermit Vergleichbares erlebt. Es ist mein Job, und zwar meiner. Und nur wenn ich einen meiner. Job habe, dann erledige ich diesen Job. Nur meiner. Reggies Filme zu schneiden. So wie diese Pizza. Schwupp. Pizza Pazza 3 und 50. Darf ich fragen, wo Sie direkt vor der heutigen Vorführung... Das ist nicht der. Aber er klaut ab. Da er kommt doch mein Text. So. Ja, okay. Darf ich fragen, wo Sie direkt vor der heutigen Aufführung waren, Mr. Cutter? Ich war bei Reggie. Wir haben zusammen den Film nochmal überprüft. Sein Körper war übrigens bereit. Kennst du das nicht? Nein. Ist ein Nintendo-Insider-Witz. Eigentlich nicht mal ein Insider, ein Nintendo-Meme. Du kennst doch Reggie von Nintendo. Oder? Dieser gut großgebaute, breite, schwarze von Nintendo of America? Nein. Der ab und zu mal bei irgendwelchen Pressekonferenzen spricht? Nein. Okay. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass damit alles in Ordnung war. Also abgesehen davon, dass wir uns über ihn gestritten haben. Gestritten? Worüber denn? Nun, Sie wissen das wahrscheinlich nicht, aber Reggies Filme waren mal wesentlich gewagter, sehr viel avantgardistischer. Eben diese Art zu arbeiten hat mich überhaupt erst in Reggies Richtung geführt und seitdem habe ich immer zu ihm gehalten. Aber in letzter Zeit hat er sich immer mehr auf die breite Masse eingeschossen. Er dreht übermäßig sentimentalen Schrott, nach dem die Öffentlichkeit zu lechzen scheint. Und diese letzte Kussszene im neuen Film ist, also mir hat sie von Anfang an nicht gefallen. Aber Reggie wollte damit einfach nicht, wollte einfach nicht auf mich hören. Weder während der Dreharbeiten noch während des Schnitts. Vorhin beim Überprüfen des Films habe ich es ihm dann endlich gebeichtet. Ich habe ihm gesagt, dass die Szene seinem Stil nicht gerecht wird, dass er sich verkauft hat. Also kam es zum Streit zwischen ihnen beiden? Ja, aber das ist keine große Sache. Regisseure und Filmeditoren streiten sich ständig. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Das war schon immer so. Nichts. Es bleibt alles so, wie es ist und nichts wird sich verändern. Wie auch immer. Filme machen klingt wie eine knifflige Angelegenheit. Aber eine Sache will ich ganz klarstellen. Nur weil wir uns streiten, heißt das noch lange nicht, dass ich so etwas tun und all diese armen Leute enttäuschen würde. Ich verstehe. Tja, vielen Dank, Mr. Cutter.
Kein Problem, Sie schnappen den Verantwortlichen doch noch, oder? Ich muss wissen, wer das war.